Hallo, ich bin Matthias. Ich gehöre zu den Erfindern der Spiele-App KCQ und bin Quantenphysiker. Hallo, ich bin Ralf. Auch ich bin in der Quantenphysik zu Hause. Genauso wie Matthias und die KCQ. Wir gehören zum Exzellenzcluster CTQMAT und forschen jeden Tag an Werkstoffen für die Hightech der Zukunft. Im Spiel KCQ könnt ihr selbst entdecken, wie viel Spaß das macht. Dahinter steckt aber ein ganz ernstes Ziel. Wir wollen die Welt durch unsere Arbeit besser machen. Zum Beispiel, indem wir Materialien für Quantencomputer entdecken, die eines Tages die Erforschung neuer Medikamente voranbringen oder stromsparendere Technik ermöglichen. Während Matthias und ich vor allem darauf geachtet haben, dass die Wissenschaft im Spiel Katze Kuh nicht zu kurz kommt, hat ein preisgekrönter Spieleentwickler die tollen Rätselspiele erfunden. Hi, ich bin Philipp und ich habe das Spiel und die Grafik entwickelt. Das war fast wie ein kleines Physikstudium und ich hätte am Anfang nie gedacht, wie spannend und toll diese Reise wird. In dieser Quantube-Ausgabe erfahrt ihr ein bisschen mehr darüber, wie das Spiel Katze Kuh entstand. Wie seid ihr auf Katze Kuh gekommen? Das wollen viele von euch wissen. Unter anderem aus Brasilien, Deutschland, von den Philippinen, aus Trinidad und Tobago und aus den USA. Wir lieben die Physik. Wir wissen aber leider auch, dass so einige von euch diese Liebe vor Katze Kuh nicht teilen konnten. Deshalb haben wir überlegt, wie wir bei euch Begeisterung für unser Fach wecken und vielleicht sogar den Physikunterricht ein bisschen aufmischen könnten. Und da kam Philipp ins Spiel. Und eine Katze. Alle lieben Katzen. Genau. Ich kenne niemanden, der Kätzchen nicht mag. Außerdem hat uns die Quantenphysik mit dem berühmten Gedankenexperiment von Schrödingers Katze eine Steilvorlage geliefert. Sie hat uns zu unserem süßen, halbtoten Schmusetier inspiriert. Warum ist die Katze halbtot und heißt Kuh? Schaut in den Quantube-Folgen 1 und 5 nach. Da erfahrt ihr das ganz genau. Und dort findet auch ihr, Abdel und Katrin, die Antworten auf eure Fragen. Wie lange hat die Entwicklung des Spiels gedauert und wer seid ihr überhaupt? Fragen Rambozal aus dem Oman und jemand aus China. 2020 haben mich die Leute von CTQMAT gefragt, ob ich mit ihnen ein Spiel zur Quantenphysik entwickeln würde. Ein Jahr lang haben wir dann zusammen daran gearbeitet. CTQMAT ist eine Würzburg-Dresdner Forschungsallianz mit 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus mehr als 30 Ländern. Wir alle mögen Quantenphysik und Katzen. Philipp ist ein preisgekrönter Spieleentwickler, der sonst nur in Eigenregie arbeitet und für uns, also für CTQMAT, seine erste Auftragsarbeit übernommen hat. Und auf das Ergebnis bin ich super stolz. Aber wir drei waren nicht alleine. Hinter Katze Kuh steht ein großes, tolles Team mit Leuten aus der Forschung, Design, Film und Text. Wir haben in großer Runde unsere Köpfe zusammengesteckt und nach dem zündenden Einfall gesucht. Und weil Wissenschaft viel mit dem Lösen von Rätseln zu tun hat, haben wir uns entschieden, jeden physikalischen Fakt mit einem Rätsel zu erklären. Was war am schwersten? Manchmal mögen wir komplizierte Wörter und sperrige Schachtelsätze. Deshalb war es für uns am schwersten, die Texte für das Kidipedia-Lexikon so zu formulieren, dass ihr sie gerne lest. Schaut doch mal rein, ob uns das gelungen ist. Um die Auswahl der Spielinhalte dreht sich die nächste Frage von Oliver aus den USA. Wie habt ihr herausgefunden, welche Teile von dem, was ihr tut, ins Spiel aufgenommen werden sollen? Ähnlich fragte Lindsay, auch aus Amerika. Wir wollten die wichtigsten, spannendsten und verrücktesten Beispiele aus der Quantenphysik im Spiel vorstellen. Wie die spooky Verschränkung, bei der zwei Teilchen als Paar reagieren, obwohl sie direkt nichts miteinander zu tun haben. Etwa 20 Themen haben es schließlich ins Spiel geschafft. Mehr über Verschränkung erfahren? Quantube 6 schauen. Übrigens haben wir absichtlich keine Werbung im Spiel. Das ist einigen von euch positiv aufgefallen. Möglich wurde das durch unsere Förderer. Warum haben wir so ein langweiliges Thema in Physik? Ich würde viel lieber Quantenphysik machen, schreibt uns Fanny. Na, so langweilig ist doch auch der Rest der Physik nicht. Aber ich verstehe schon, dass sich die verrückte Welt der Quantenphysik fasziniert. Deshalb entwickeln wir gemeinsam mit Lehrerinnen, Lehrern und dem MINT-EC-Netzwerk neue Ideen für den Physikunterricht. Allerdings müsst ihr euch etwas gedulden, denn etwa 2 Jahre brauchen wir noch. Aber vielleicht findet ihr in Quantube Folge 3 ein paar Anregungen, die ihr in die Physikstunde mitnehmen und mit denen ihr eure Klasse überraschen könnt. Dort wird erklärt, wo ihr Quantenphysik im Alltag entdeckt. Denn wir sind umgeben von Quanteneffekten. Wie geht es weiter mit Katze Kuh? Gibt es eine Fortsetzung? Wollen mehr als 50 Leute aus aller Welt wissen.
Im Moment ist noch keine geplant. Wir haben die wichtigsten Grundlagen und die wichtigsten Themen der Quantenphysik in das Spiel gepackt. Da würden wir uns nur wiederholen. Und das wäre langweilig. Wir überlegen allerdings, ob wir vielleicht eine ganz neue Art von Spielkonzept starten. Doch das ist noch geheim. Viele von euch, unter anderem aus Argentinien, China, Indonesien und dem Irak, haben gefragt, ob eine arabische, chinesische, indonesische oder spanische Version geplant ist. Bisher nicht. Die Rätsel selbst funktionieren ja zum Glück ganz ohne Sprache. Was ist dein Lieblingsrätsel? Fragt David aus Ungarn. Der Backofen, der mit dem Katzenfoto verschränkt ist. Bei der Lösung hat man ein schönes Aha-Erlebnis und versteht das Prinzip der verschränkten Quanten sofort. Die Kakerlaken, weil viel Fingerfertigkeit nötig und die zugrunde liegende Physik total cool ist. Der Fernseher, denn dort verbirgt sich ein besonderes Geheimnis. Es gibt nämlich einen versteckten TV-Kanal. Um ihn zu finden, müsst ihr zwei griechische Buchstaben in der richtigen Kombination drücken. Dann erscheinen die bekanntesten Physikerinnen und Physiker des 20. Jahrhunderts und singen das griechische Alphabet im Chor. Leider war das die letzte Quantube-Folge. Und das Katze-Kuh-Team verabschiedet sich. Danke für mega viele Downloads im ersten Jahr, super spannende Fragen aus aller Welt und für die vielen Preise. Aber vielleicht sehen wir uns wieder, wenn ihr bei uns Physik studiert. Bleibt neugierig! Alle 12 Quantube-Folgen findet ihr weiterhin auf YouTube.